Mann, warum bist du jetzt wieder da gejagt, nur wenn du einmal Erster bist? Jetzt ist man wieder... Ja, Leute, ich habe Angst. 6 Japaner in der Runde. Und in letzter Zeit, ich weiß nicht warum, sich dieser Trend eigentlich so fortsetzt, gibt es immer mehr Camper irgendwo in welchen Ecken. Wirklich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Leute sowas machen. Noch dazu im Münzenjäger kommt das am häufigsten, glaube ich, vor. Zumindest habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht. Wohl Münzenjäger, aber was bringt sich Münzenjäger vercampen, wenn es Ballonbalgerei ist? Okay, aber nein, Münzenjäger natürlich. Sollen wir bitte mal irgendjemand erklären, warum Leute sowas machen? Nun gut, willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8 Deluxe, wie ihr schon seht, im Schlachtmodus. Wisst ihr, was mich natürlich am meisten abfuckt, wenn sich die vercampen? Wenn die dann eine Brossblume zum Beispiel haben oder einen Bumerang. Ihr habt einfach keine Chance, selbst wenn ihr zum Beispiel im aussiebten Stern, ja, das ist natürlich was anderes. Aber wenn ihr jetzt irgendwie mit einem Dreierpack von Grünen dahin geht und glaubt, ja, jetzt kriegt ihr den locker, zieht der dann auf einmal seinen Bumerang und ihr seid RIP. Ja. Und darüber kann man persönlich eigentlich nicht mal lachen. Weil es einfach nicht lustig ist. Nun gut, und ich... LOL! Wäre die Banane nicht gewesen. Ihr habt jetzt wieder mal die Chance, bei einer Umfrage von mir teilzunehmen, auch wenn es nur sehr wenige beantworten werden, aber... Finde ich persönlich ein interessantes Thema. Und zwar, wir haben insgesamt 5 Auswahlmöglichkeiten bei einer Umfrage auf YouTube. Und wir haben hier insgesamt 5 Spielmodus im Schlachtmodus. Und deshalb jetzt die Frage, welchen Spielmodus würdet ihr am ersten entfernen von den 5? Heißt, welcher Spielmodus, wenn ihr, also egal ob ihr jetzt das Spiel spielt oder nicht, welchen Spielmodus gehört einfach nicht in Mario Kart? Welcher passt einfach nicht dazu? Egal, ob er jetzt schon in den Vorgängerteilen war oder ob er komplett neu ist. Aber welchen Spielmodus würdet ihr entfernen? Ich persönlich habe jetzt lang überlegt, weil ganz ehrlich, es ist einfach jeder Spielmodus auf seine Art und Weise cool. Muss man schon sagen. Aber am ersten entfernen würde ich glaube... Also Ballonbalgerei natürlich überhaupt kommt natürlich für mich nie in Frage, weil das schon von Anfang an dabei ist. Ist nie ein Diebstahl... war für mich persönlich am Anfang der größte potenzielle Kandidat, weil einfach... Nee, das, ich finde, das passt einfach nicht. Das kannst du in Mario Kart 8 einfach nicht machen. Außer man hat dieses alte System wie am DS. Räuber und Gendarm persönlich fand ich schon immer eine coole Idee, dass man sowas mal einführt. Und dass man das jetzt auch gemacht hat, ist natürlich auch geil. Ja, und... Wie gesagt, am ersten entfernen würde ich persönlich eigentlich einen Signendiebstahl. Bringt sich einfach nichts, finde ich. Gefällt mir. Spielmodus ist nicht schlecht, wie gesagt, aber einfach urscheiße, finde ich, umgesetzt. Da hat mir, wie gesagt, die DS-Version viel besser gefallen. Bonbonwurf, einfach schon in Double Dash gern gespielt. Immer wieder gerne. Und ja. Münzenjäger auch schon in Mario Kart 7 dabei gewesen. War leider immer wieder das Problem, dass man nur maximal 10 Münzen sammeln konnte, somit... Wurden meistens eigentlich immer mehrere Leute Erster. Hat mich auch immer genervt, aber haben die da auf jeden Fall umgebessert und man kann auf jeden Fall Spaß damit haben. Nun gut, nehmt bei der Umfrage teil, ich bin gespannt, was dieser sagt. Ich bin nur Vierter geworden. Hä? 13 Münzen, nur Vierter? Das ist mir aber auch neu. Na gut, aber in die nächste Runde. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit nimmt immer wieder mehr der Skill von den Leuten zu. Ich habe keine Ahnung, warum. Ohne Scheiß, in den Rennen ist es genauso. In letzter Zeit werde ich einfach nur mal komplett zerhaut. Egal was ist. Jetzt wieder bin ich außer Form und ich mache einfach gerade viel falsch oder ich habe einfach wirklich keinen Skill mehr. Und dass ich da gerade übrigens lebend rausgekommen bin, ist für mich persönlich ein Wunder. Alter, wie viele Items da jetzt auf mich geflogen sind. Und ja, okay, mein Ring aus grünem Panzer hat es natürlich nicht überlebt, aber... wenigstens habe ich keinen Ballon. Ah! Ah! Oh, 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 oh! Ja, geil, dann noch einer. Alter, wieso kriegen alle grüne Panzer? Und dann noch in Dreierpacks. Aua. Aua. Oh, oh, oh. Dich werde ich ownen. Ja, komm, schieß deine Bananen. Obwohl. Gut, den habe ich erwischt. Easy gefickt. Der nächste, wo ich keinen Punkt bekomme aus irgendeinem Grund. Manchmal leckt es einfach wirklich viel zu viel und...
Ist immer wieder schön, wenn man für einen Treffer keine Punkte bekommt. Manchmal denkt man sich wirklich, hey, wo ist der Typ jetzt eigentlich hingefahren? Nein! Oh Mann, das wäre mein Punkt gewesen. Ach komm, stopp dir wieder ab. Ich hasse dich. Bombe. Schnell, Alter. Der wollte mich auch gerade wieder ownen. Mit seinem schönen Pilzchen. So, da kommt einer mit dem Bumerang. Mit dem Grünpack. Boah, was rede ich heute schon wieder? Na egal, den habe ich geownt. Hatte nur meinen Ballon, ist also weg. Nicht mehr mein Problem. Damit hat er jetzt nicht gerechnet und er wird mich hassen dafür. Ja, sicher. Gut, du kriegst aber auch noch das Teilchen ab. Okay, gut, dann halt nicht. Ah, Hilfe, Hilfe, nein! Das, Alter, ich habe schon vorher gesagt, ich habe schon vorher Münzen ja gesagt. Hatten wir das mit den Campern glücklicherweise nicht. Der ist gerade unten gestanden und hat einfach nur darauf gewartet, bis er seine Grünen verwerten kann. So ein Arsch. Nein, jetzt steht... Das kann's doch nicht sein, Alter. Was sind jetzt schon wieder für abwertigen Taktiken in Gange? Seid ihr lächerlich, oder wie? So, dich habe ich. Ja, keine Ahnung, warum der eine nicht getroffen wird. So, dich habe ich aber auch. Oh! Jawohl! Der hatte nur mal einen Ballon. Okay, der wird mich hassen. Der flucht wahrscheinlich jetzt gerade rum. Der flucht jetzt wahrscheinlich so heftig gerade rum, dass ich ihn da gerade erwischt habe. Aber ganz ehrlich, der hat sich das verdient. Alter, nur campen alle. Das ist traurig. Hört auf mit sowas. Hört doch auf. Ist doch völlig unnötig, wenn man... Wow, dass ich den treffen konnte. So, jetzt kann ich noch ein paar Punkte abstauben. Jawohl. 5 Punkte. Alter, ich rette mich gerade hier. Ich rette mich gerade sowas von hier. Ich habe mich ja eigentlich jetzt als letzten Platz gesehen. Zweiter. Und 15 Punkte mehr. Geil, Alter. Geil. Da konnten wir uns gerade episch retten. Nun gut, ab in die nächste Runde. Ach, Blödsinn. Ah ja, wir nehmen ja Schlachten auf. Haha, da gibt es ja nur 3 Runden. Ab in die letzte Runde. So ist es richtig. Jawohl, epische Bombenschlacht am Schluss. Hört sich nach einer starken Katastrophe an. Nun gut, gerade in der Lobby hat sich natürlich mein lieber Kollege, der den Buhu gespielt hat, der ist übrigens jetzt nicht mehr drinnen, der ist dann nach ein bisschen rumheulen gegangen. Und zwar, ihr wisst es ja, immer wenn man ja so noch kurz vor Ende, das war jetzt nicht kurz vor Ende, aber fürs Campen hat man einfach nichts Besseres verdient, als dass man da wirklich alles verliert. Ja, der hat da ein bisschen rumgejammert eben. Und so gesagt beispielsweise, ja, also, wie heißen diese Chat-Nachrichten ganz schnell? Zum Beispiel, das war nicht fair oder nächstes Mal gewinne ich. Und warum er dann gelieft ist, wenn er schon sagt, nächstes Mal gewinne ich. Ja, fragt mich das nicht. Das versteht wahrscheinlich nur er. Oh je, der hat Bock auf mich, oder? Ne, okay, Glück gehabt. Alter Japaner, überall! Woher kommen die überhaupt? Noch dazu, du darfst die einfach nie unterschätzen. Scheißegal, ob die 0 Punkte haben oder 100.000, also das Höchste, was möglich ist. Die zerstören einfach alles. Da frage ich mich eigentlich, wird es irgendwann mal ein Update geben, dass es bis auf 900... Oho! Dass es irgendwann mal bis 999.000 Punkte geht? Wenn ja, dann Alter. Frage ich mich, wie lange das dauern wird, bis das irgendwer erreicht hat. Da verfolgt mich irgendwer. Der blaue Yoshi verfolgt mich ein bisschen. Okay, gestoppt. Der hat's abbekommen. Und noch ein Punkt. Das Geile ist, ich habe noch alle 5 Ballons. Das heißt, EP. Scheiße. Wie gesagt, ich darf mich nicht so viel freuen. Und das war wieder mal, ja, logisch, dass wieder sowas passiert. Mann, warum bist du jetzt wieder da gejagt, nur wenn du einmal Erster bist? Jetzt ist man wieder. Ja, kannst du wieder... Das ist teilweise schon wie beim Insignien-Diebstahl. Da ist es natürlich logisch, dass jeder einem hinterherfährt. Da ist man sozusagen, wenn man die Insignie hat, mal für ein paar Sekunden relevant. Ja, und dann kommt dir... Ja, jetzt schon das im Bonbonwurf auch immer, wenn du Erster bist, kommt dir so ein Kollege her, der meint, ja, er muss ja natürlich dich jetzt verfolgen, weil du Erster bist. So.
8 Punkte habe ich und Nummer 2 Ballons. Und ich habe jetzt noch 44 Sekunden zum Überleben. Könnte knapp werden. Am besten jeden Seitenhieb aus... Oh, scheiße, der kommt aus der Richtung. Gut, aber ich habe ihn erwischt. Wird mich wahrscheinlich verfolgen. Nein, doch nicht. Auf jeden Fall besser jetzt jeder Konfrontation aus dem Weg gehen. Das heißt, auf der Karte einfach zickzack fahren und hoffen, dass keiner denselben Weg... Oh, scheiße. Ja, komm, Alter, das war aber dumm von dir. Junge, das war dumm von dir. Und das war sein letzter Ballon, das habe ich ja erst jetzt bemerkt. Nur gut, erster Platz. Perfekt. 10 Punkte. Und ich glaube, ich war wirklich die ganze Zeit auf dem ersten. 25 Punkte plus. Lol, wenn das immer so schnell gehen würde einfach. Also könnte man ruhig ein paar mehr Punkte geben, weil... Naja... Ich will gar nicht wissen, wie lange diese Leute eigentlich brauchen, die die höchste Punktezahl derzeit, also von, wie gesagt, 99.999 Punkte, wie lange die dafür brauchen. Noch dazu musst du bedenken, wenn du jetzt verkackst, dann kriegst du ordentlich Minus. Einfach weil nicht jeder, natürlich, es gibt schon viele, die jetzt die volle Punktzahl haben, aber die Chance, dass die alle wirklich online sind und dass du wirklich nur ein Rennen hast, wo so 90.000 da drin sind, ja, glaube ich eher weniger. Also, ich glaube ja, da kommen oft 10.000er, geraten da schon oft auf 70.000er. Und wenn der dann verkackt, der 70.000er, dann kriegt der minus 20, 30 Punkte. Und wenn er gewinnt, kriegt er gerade mal vielleicht minus 7, plus 7 Punkte. Ich hatte zum Beispiel schon mal in einem Rennen, da auf der Wii U war das, da war ich zu sechst mit 5 anderen, die alle nur 2.000 Punkte hatten. Und da bin ich Erster geworden und hab's aus irgendeinem Grund für den ersten Platz minus 1 Punkte bekommen. Habe ich nicht verstanden. Verstehe ich bis heute nicht, warum das so ist. Minus 1 Punkte für den ersten Platz. Das müsst ihr mal hinkriegen. Ich glaube, das war teilweise so ein Bug, den es auf der Wii U gab. Gibt's hier, glaube ich, zum Glück nicht mehr. Also man muss Plus kriegen oder zumindest gleiche Punktzahl behalten, wenn man Erster wird. Das wäre nicht schlecht. Ah, ja... Alles die alten Wii U-Zeiten komplett verpackt. Gut, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.